Wait. Müssen wir doch nicht hier hin? Ah nee, ich war falsch. Wir müssen doch nicht da lang. Ha! Da habe ich doch ein Secret gefunden. Sehr schön. Wow, was ist das denn für eine Kacke schon wieder? Ich sehe doch schon wieder. Aber da unten ist ein Stern und da ist eine Tür und ich gehe da runter. Aua. Na, kommt her. Na, das ist der letzte? Tatsächlich. Ich habe gedacht, da wären gerade welche hinter mir gespawnt. Aber okay, denn ich spiele auf jeden Fall den Stern hier. Bang! Sonst noch was? Ich höre hier dieses rote Typen stöhnen. Hier vielleicht. Natürlich. Spawnt da einfach eine Wand. Okay, da ist auf jeden Fall mal einer. Ah, Dante, komm, spring doch jetzt mal höher. Also die Spinnen holen wir uns. Verdammte Spinnen. Und jetzt gucken wir mal, was es hier noch gibt. So. Denn das Spiel will offensichtlich, dass wir da reingehen. Hm. Vielleicht ist der Rote auch auf der anderen Seite drüben. Und wir kommen da noch hin. Komm schon, Virgil. Halt durch, Dante. Virgil, pass bloß auf, dass du nicht den Schutzmechanismus auslöst. Bingo. Nicht Bingo. Nicht Bingo. Verdammt! Warte, du darfst dich nicht in den Limbus zerren lassen. Sonst können wir die Server nicht mehr hacken. Wenn du erwischt wirst, ist alles aus. Ich kann es schaffen. Ja? Kann ich das? Okay. I see. Ich sehe, was Dante meint. Oh, scheiße. Ich habe gedacht, ich kann direkt dahinter runterspringen. Okay. Ah, was? Okay. Hat doch super geklappt. Oh, nein. Ah, was? Ist das gerade dein verschissener Ernst? Noch so ein Ding? Wow, wow, also der regt mich gerade richtig hart auf, muss ich ehrlich sagen. Gib mir nicht auf den Sender. Okay, ich krieg dich schon. Na, was ist mit dir? Zack, in die Laser. Mein Freund. Okay, hier kommen wir wohl auch durch. Puh. Und, hoppa. Weiter geht's. Wird er das? Aber er wurde doch erwischt. Ich hoffe mal, dass er weitergekommen ist. Ansonsten wäre das nicht so gut. So, bevor ich jetzt irgendjemanden in irgendeinem Hauptaufzug treffe, habe ich natürlich wieder erstmal die Säcke da an der Wand kaputt. Ich hätte gern etwas Leben. Das ist mir gerade etwas unheimlich, dass ich nicht mehr so viel habe. Aber notfalls haben wir ja immer noch hier den Dämonentrieb, mit dem wir uns etwas hochheilen können.
Wir haben keine Punkte, haben nicht wirklich Seelen zum Ausgeben, also lassen wir das mal. Wow, achso, okay. Weitere Erklärung? Ich habe nichts gesehen. Geht's hier lang? Nein. Also müssen wir wohl hier um die Ecke gehen. Ah, da wartet er schon. Sehr schön, er hat's geschafft. Ich komm gleich, Virgil. So, jetzt. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Scheint, als hätten wir Cat unterschätzt. Ich nicht. Sie bedeutet dir viel was. Dabei hast du mal gesagt, dir wäre alles scheißegal. Nimm den Aufzug zur 154. Etage. Hier, Dante, nimm das. Was ist es? Ich habe es einem Sicherheitsbeamten abgenommen. Es ist eine dämonische Waffe. Im Limbus ist die sehr mächtig. Danke. Virgil, du begibst dich in der echten Welt bis zum Mundus Kammer. Dante, vom Limbus aus gibt es keinen Weg. Also musst du den Westflügel nutzen. Westflügel nutzen, danke, Cat. Neue Waffe freigeschaltet, Kaploey. Schießt explodierende Pfeile, die den Gegner feststecken und manuell ausgelöst werden. Probier mal direkt aus. Finde den Übergang zum Westflügel. Okay. Okay, denn neue Waffen sind toll. Die haben wir doch immer gerne. Okay. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Was zur Hölle? Und wie zur Hölle? Drücke X, um Kabloe-Pfeile zu verschießen. Ja. A und X, um zu sprengen. Ha, cool. Pam! Nicht schlecht, auf jeden Fall. Wow, und die sind ja direkt weg mit den Dingern. Pam! Cool. Coole Sache. Savage! So, weiter geht's. Nichts kann uns aufhalten auf unserem Feldzug. Okay, wir sollen da rein. Wir gehen aber geradeaus. Denn ich habe da hinten etwas gesehen, das wir auf jeden Fall haben wollen. So. Und jetzt können wir... Okay, das ist natürlich blöd. Jetzt können wir gerne hier lang gehen. Och Mann. Muss das denn sein? Immer diese Zwischenfälle. Rein da. Hier spielt langsam alles verrückt. Du musst noch durch 5 höllische Stockwerke nach oben. Oh. Ich hoffe, du schaffst das. Noch 5 Stockwerke? Ist das dein Ernst? Wo schickt ihr mich hier bitte durch? Mensch, die vorherige Quest war so schön schnell durch. Beziehungsweise die Mission. Es sind ja keine Quests hier, sondern Missionen. Okay, hier gibt es nichts außer eine Tür. Darum ab in den Aufzug. Fahrstuhlmusik. Mal gucken, wo wir rauskommen. Denn die Anzeige spinnt. Da, da, da. Sie hat recht. Es ist höllisch. Ah, viel besser. Zu diesem Zeitpunkt solltest du den Hauptkern sehen, Dante. Du musst irgendwie in ihn einbrechen. Okay. Sieht machbar aus, auf jeden Fall. Au! Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Das tut mir leid. Obwohl es offensichtlich war, genau wie das.
So, komm mal her. Ich kümmere euch so um euch. Oh nein. Kablue ist gut dafür geeignet, den Verteidigung der Gegner zu durchbrechen. Mit 4 Pfeilen kann man sogar die Wutstadien eines Gegners brechen. Na, oh, nicht schlecht. Gut zu wissen. So. Den, um den hier kümmern wir uns jetzt. Aber wir haben ja hier unsere andere Strategie, uns um den zu kümmern. So. Drekavak. Dein Ernst? Was bist du? Na komm, zeig, was du kannst, Kollege. Au. Au, kommst du raus? Okay, er ist lange betäubt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Na komm schon. Stirb! Sehr schön. Oh doch. So. Okay, da ist Leben. Gib mir Leben. Gib mir Leben. 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 Okay, wir gehen einfach weiter. Bevor ich hier jetzt noch daran sterbe. Das muss ja nicht sein, ne? Okay. Wir müssen uns hier durchziehen. Dante, nein. Oh Mann, warum? Ich will jetzt... Dante, würdest du jetzt bitte denn das Leben hier nehmen? Oh, verdammte Kacke, das kann doch nicht wahr sein, Mann! Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße, ehrlich? So, bin ich jetzt nah genug dran? Danke. Boah, wie ich das liebe. Klopf, klopf! Und damit sind wir wohl im Kern angelangt. Und haben jetzt aber als allererstes mal die Mission abgeschlossen. Ich denke, das wird nicht so eine... Wow, okay, ist eine S-Wertung. Doch mehr, als ich gedacht habe. Stilpunkte SSS. Kam mir gar nicht so gut vor. Ich muss jetzt mal einen kleinen Schruck trinken. Einen kleinen Moment bitte. Gut, die Mission haben wir eigentlich gut durchgekriegt. Ja, gibt eigentlich auch nicht viel zur Mission zu sagen. Wir sind gut durchgekommen. Wir haben uns durch die ganzen dämonischen Stockwerke gekämpft. Gab auch keine größeren Probleme. Deshalb würde ich sagen, jetzt direkt mal ab in die nächste Mission. Und zwar Mission Nummer 17. Seelenfeuer. Die Kammer von Mundus ist über dem Kern. Dort wirst du dich wieder mit Virgil treffen. Pass auf dich auf. Die Seelen der Verdammten sind dort durch. Lass dich nicht von ihrem Spuk ergreifen. Viel Glück, Dante. Na super. Bist auf dich alleine gestellt. Also, wir müssen ja anscheinend sehr aufpassen, dass wir nicht von der Kacke hier getroffen werden. Denn die scheint schmerzhaft zu sein. Es sieht auch nicht gerade angenehm aus. Muss mal... Wow.